Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Deponia. Ja, wir haben letztes Mal einen Gefängnisausbruch gemeistert und müssen jetzt unbedingt zu Wenzels Haus, denn der Organon versucht, unsere Gold zu stehlen, also wieder mitzunehmen. Und das lassen wir natürlich nicht zu. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Alter! Hierzu gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Alter! Was dabei? Da macht Wenzel einfach Toni. Ich meine, aber es interessiert ihn eh keine Sau. Hä? Keller? Schrank? Nee, ernsthaft? Alter, was für ein Bastard. Und die Actionmusik, gleich geht's ab. Muss hier weg. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Wünschelrute. Nein, warte, ich im Schweißgerät. Das dauert so lange. Dachte ich mir schon. Aber Wünschelrute ist so, ich will nicht. Es ist die vom Vater, aber na gut. Oh oh. Was? Oha. Alter. So viel Glück muss man haben. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Und somit sieht es so aus, als hätten wir den ersten Abschnitt geschafft. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. Hussa, es geht ums Prinzip. Geil, ich finde die Lieder so geil, die da immer so in den Akten gespielt werden. Gut, wir haben sehr viel zu tun. Wir müssen Goal auf jeden Fall
mal rübernehmen und wahrscheinlich mit dem Kramarm heben. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Au. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Au. Okay, wir gehen... Kommen wir hier nach oben? Wir gehen erstmal nach oben. Brücke hält nicht. Alter! Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist. Alter! Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Ja, Mist. Da bleibt wohl nur noch der Kran. Horizont. Bis zum Horizont. Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Sehr schön. Okay. Kran. Was haben wir sonst noch? Trichter. Kranarm. Erstmal nach oben. Ah, okay. Da geht der Weg hoch. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ja, es war. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Das Problem ist, wir brauchen ein Fahrzeug. Ach, wir kommen jetzt bis zur Tunnelpassage. Wir können da weiter. Hab ich gar nicht gesehen. Dann erstmal in den Kran. Sitz. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Das ist wahr, guter Tipp. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Eine defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Weg damit. Ich brauche also eine neue Sicherung. Dann hier wird sich nichts tun. Jetzt komm schon. Habe ich mir schon gedacht. Und wir haben kein Inventar mehr. Auch die defekte Sicherung haben wir jetzt einfach nur weggeschmissen. Dann gehen wir zur Tunnelpassage. Okay. Was haben wir hier? Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Nee, mir fehlt ein Hebel, damit wir die Weichen wechseln können. Denn wir müssen den Wagen hier rüber transportieren. Scheinwerfer. Können wir die klauen? Na. Ja, tatsächlich. Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Okay, der ist im Arsch. Schrotthaufen. Finden wir vielleicht eine Sicherung? Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Ja, aber... Naja, wir haben eine Lampe. Zur Schaltzentrale. Nur wie kommen wir überhaupt da hoch? Knopf. Wir gehen mal den Knopf betätigen. Okay, wir kommen nicht da hoch. Ich spare mir meine telekinetische. Wir kommen gar nicht hoch. Wir können dahin, dahin. Warte. Nee, wir kommen da gar nicht hoch. Okay, dann gehen wir halt zum Viadukt. Viadukt heißt es so? Oh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom, di, dom, di, dom. Ja, ein verrückter Mediziner. Der Doc. Und den hat es auch schon länger nicht mehr gegeben. Was ist das? Ah. Wartungsklappe. Schauen wir mal das die. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel.
Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Ja. Komm ich da ran? Eh du. Nun komm schon da runter. Ups. Ah. Ein Bein reicht mir. Okay, dann Schlüssel. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ja, danke. Ugh, zu hoch. Okay, wir brauchen also irgendwas, um... Können wir das öffnen? Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Schnaps, wir gehen erstmal zum Doc. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Natürlich nur, um zu testen, ob er ihn auch kennt. Natürlich. Gehen wir mal zum Doc. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Alter, ich bin auch ein Bastler. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ja. Ersatzteile und Neurochirurgie? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Sehr schönes Motto. Ich frage mal nach dem Weg. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Schön. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Das Minenbike will ich anspringen. Meine Freundin ist zu schwer. Defektes Hirnimplant, das wäre interessant, weil Neurochirurgie, ich verstehe da schon den Zusammenhang. Erstmal das Minenbike. Wenn zum Beispiel das Minenbike nicht anspricht. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema. Nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Ah, vielen Dank.
Vielen Dank. Gib mir die einfach so. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Sehr schön. Meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Alter. Danke. Ist sonst noch was? Okay. Defektes Hirnimplantat. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Schön, nichts. Ich krieg alles nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Haben wir? Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Nein, und... Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ach, das ist bestimmt irgendwas Wichtiges. Für später. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber, nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Das war der zweite Tipp. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja, ich verstehe, ja. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Aha. Okay. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ja, vielleicht für später. Ist da Schnaps drin? Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Gut. Dann mal weiter. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Ich nehme mal den Schnaps mit. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki.
Gut. Sofort den Fokidok. Hm. Wir haben nichts zum Abwischen. Wir haben Fuß. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Wir haben nichts zum Abwischen. Wir haben aber den avialen Stromumkehrer. Der braucht, oder ist ja unbedingt wichtig. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Schön. Kann man den mitnehmen?